Millionen Menschen leben in Luanda, eine afrikanische Metropole. Die Kontraste sind groß, Schönheit und Verfall, Reichtum und der tägliche Kampf ums Überleben treffen manchmal hart aufeinander. Aber mit einer der schönsten Frauen Afrikas haben wir eine Stadt entdeckt, die nach vorne schaut. Zuerst geht es in die portugiesisch geprägte Altstadt. Michaela Reisch war Miss Universe-Finalistin und Angolas erste Miss Afrika. Heute ist sie ein Fernsehstar und betreibt mit ihrer Mutter eine Farm. Die Stadt hat sich sehr verändert. Viele alte Gebäude wurden abgerissen, viel Neues gebaut. Wir bauen neu, weil wir nach vorne schauen. Ihr Vater war Portugiese, aber ihre afrikanischen Wurzeln waren stärker. Sie entschied sich für Angola. Tradition ist sehr wichtig für Angolaner. Das ist der Pensador, der Denker. Fast jeder hat einen zu Hause stehen. Als ich zu den Miss Universe-Wahlen ging, sollte man etwas Traditionelles mitbringen. Ich habe ihn mitgenommen. Angola hat eine bewegte Geschichte. Und so wichtig Tradition auch ist, Angola ist jung und die junge Generation blickt nach vorn. Sophia Lukasch kennt sich aus in der jungen afrikanischen Kunstszene, die weltweit immer mehr Beachtung findet. Da entsteht eine sehr starke Kunstszene in Angola. Es gibt Künstler, die immer nur zurückschauen. Aber andere entwickeln in ihrer Arbeit, ihrer Kunst, einen neuen Blick auf Angola. Genug Kultur, weiter durch die quirlige Metropole, Kontraste überall, Historisches gemischt mit Moderne. Der Marginal, die Flaniermeile der Küstenstadt. Zeit für eine Pause, ein einfaches Fischrestaurant auf der Ia, der Halbinsel, die den Hafen von Luanda schützt. Wenn du es scharf magst, hier gibt es Jindungu. Wir nennen es Jindungu. Das Ganze hier, die Süßkartoffeln, Kochbanane und hier Maniok. Das ist Mufet. Die Ilha ist der Stadtstrand von Luanda. Der Strand ist sehr beliebt in Luanda, besonders am Wochenende. Wir sind gern am Strand, wir kochen am Strand, hier verbringen wir den Tag. Er ist Teil unseres Lebensstils. Der Tag geht zu Ende, der beste Platz für einen ersten Drink, ein Beachclub auf der Ia. Es gibt ein lebendiges Nachtleben in Luanda, einige gute Plätze. Egal, ob man einfach nur was trinken oder gute Musik in einer netten Bar hören will. Zurück in der Stadt. Auf der Dachterrasse des Chunkembo gibt es heute Live-Musik. Musik ist wichtig für uns. Wir lieben es zu tanzen. Wir hören Musik, wenn wir uns zu Hause treffen. Wir wachsen mit Musik auf. Sie ist ein Teil von uns. Wir haben sie im Blut. Und natürlich tanzen. Kunst, Kultur, Tradition, Strandleben, Musik und Tanz. Ein Tag in Luanda geht zu Ende. Was bleibt, ist die Erinnerung an eine Stadt voller Offenheit und Lebensfreude.